Junge! Einen wunderschönen guten Morgen, dritter Messetag. Wir sind noch in der Pension und heute viel zu spät dran, weil es doch lange, weil es doch gestern echt lange ging. Und Toni rennt durch die Gegend und fühlt sich heftig. Ist doch so. Das habe ich gerade, weil es so aussah, habe ich gerade einen After Effects gemacht. Also er ist echt voll dünn und hat keine Muskeln und so, gar nichts. Yo! Das sagt er immer, Alter. Ich mache am Ende wirklich eine Competition, wo alle Yo's kommen, so, weißt du so. Komplett Competition. Wir haben hier gerade noch, also wir gucken gerade unseren eigenen Vlog. Ja, wir sind so selbstverliebt, naja, natürlich nicht, aber der kommt heute pünktlich 18 Uhr online. Ach witzig, die sind ja jetzt den der erste Tag später. Spaß, Alter. Ich bin so richtig schlau wie. Ich hab schon wieder einen Olli im Mund. Und Toni muss das ganze Zeug tragen. Wir sind voll spät dran. Es ist schon 10.15 Uhr. Und jetzt gehen wir erst zur Messe. Oh, ey. Ist ja noch genug Zeit. Also heute sind wir echt mega müde. Ich glaube, es war gestern echt zu lang mit dem Schnitt. Und Toni hat gerade ein Kranich-Kackvieh gesehen, so wie er es nennt. Und nennst du bitte, ich will nicht über den Rauch. Okay, alles klar, was auch immer das ist. So, bei Ayrton ist abgedreht. Wir wollten eigentlich Livestream machen, wo wir über die Messe gehen, aber Jan meinte, das ist wohl auch nicht so eine gute Idee wegen der ganzen Internetverbindung und so weiter. Die wird oft abbrechen, weil sehr viele eingeloggt sind und LTE ist ja auch nicht gerade der Bringer. Deswegen machen wir ein Video, was so ähnlich ist, wo wir über die Messe laufen, unsere Highlights, sag ich mal, abgehen. Und bei Toni und mir ist gerade so ein bisschen die Luft raus, aber es liegt daran, dass wir halt lange unterwegs waren, viel geschnitten haben, lange wach waren, aber das geht trotzdem gleich munter weiter. Wir sind trotzdem wach. Yo! Ich sollte ja eigentlich den Lasergate lernen. Wir machen es jetzt ein bisschen einfacher für Jan. Ja, ich hab mir, also komm, mal vor. Weißt komm, du, weißt du, Englisch kann jeder, ne? Deutsch auch. Und ja, jetzt kommt hier polnische Variante. Ich lese das jetzt mal vor, der Titel heißt Vibrit Opinionity Laser. Irgendwie so. Oh, Laser kenne ich. Ja. Das kenne ich. Systeme Laserant. Das so, oh, das hört sich ein bisschen französisch an, ne? Das hört sich schon ein bisschen... Laser World? Keine Ahnung. Und da steht da, was? Was? Mann! Was? Ja, Laser! Laser. Wanyutik, Mijinski, Lassi. Also zum Glück haben die auch Bilder, ne? Ja, ey, ganz ehrlich, Bilder. Und den QR-Code, den kann ich auch vorlesen. Den kann ich auf jeden Fall. 0111. Was Bobbier Laser. Was Robbier. Aber so. Achso, du musst antworten, ne? Ja. Wir machen hier gerade ein komisches Video. Wir machen das gleiche jetzt nochmal, nur dass ich jetzt dahinter bin. Judy, viel Spaß. Hi, grüß dich. Hi, servus. Moin. Na, super. Auch ein YouTuber, ne? Jan, ja, genau, voll. Der Jan, ja. Der liebe der Jan hier. Geballte Power heute. Ja. Okay, ja, wir machen gerade so ein kleines lustiges Video. Ja. Da wirst du auch aktuell drin sein. Reagier, wie du denkst. Reagier, wie du denkst. So, wir sind jetzt auf dem Parkplatz. Und. Was war das denn? Parkplatz. So, wir sind jetzt auf dem Parkplatz. Bitte schön, Toni. Parkplatz. Wir haben heute nur ein Ayrton-Video gedreht, aber trotzdem mit Jan ein sehr witziges Video, was bald kommen wird. Also seid gespannt darauf, wenn wir morgen zu Ende drehen. Und. Wir gehen jetzt noch zu Void, die haben nämlich ein Line-Array gebaut, das werden wir jetzt noch verfilmen. Das haben sie schon eingesetzt oftmals, ich glaube bis zu 200.000 Personen damit Bescheid. Wird sehr interessant und danach gehen wir Schnitzel essen. Ich habe mega Hunger und es soll immer ein Highlight sein. Ja, wir sagt haben Jan. Bis dann. Der Moment, wenn irgendwelche Marken nicht genug Aufmerksamkeit bekommen und deswegen Michaela Schäfer als DJ ranholen müssen und trotzdem nur 20 Leute davor stehen. Sie drückt halt nur Play, Sync. Und zeigt ihre Möpse. Mehr ist es nicht. Ich verstehe nicht, warum man sowas machen muss. Lachhaft. Wir sind eingetroffen im Waldgeist. Und wer fehlt? Der Jan. War ja wieder klar. Nein, Spaß, wenn der das sieht, der bringt mich um. Ist der verkalt? Nee, er hat noch 8 Minuten Zeit. Er hat noch 8 Minuten Zeit, okay. Dann, okay. Wir sind zu früh. Wie fühlst du dich?
Gut, ist auf jeden Fall drauf. Ist auf jeden Fall drauf. Er hat's geschafft. Nico, er hat's auf jeden Fall auch ziemlich fertig. Du hast ja nur 250 Gramm, oder? 500. Nein. Ja, okay. 500 Gramm hat er. Ja, ist ja gut. Wir gucken wir uns. Läuft. Wie ist, wie ist das Fazit? Also, Herr Wegner, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial. Ja, ne? Läuft. Aber du kannst es ja auch einpacken und morgen früh noch so als Notfall-Kit dann die Messe, ne? Falls so als Lunchpaket. Das reicht für die ganze Familie, das Ding, das ist nicht nur für morgen. Ich schicke dir dann jedes Mal ein Selfie-Video, wie ich dann weiter an meinem Burger esse. Ja, auf jeden Fall, gerne doch. Oder du machst den Hesselhoff damit. Das wäre auch nicht. Den Hesselhoff. So, Jungs und Mädels, wir sind jetzt fertig. Nico, wie geht's dir? Na, also ich war noch nie in meinem Leben so voll gefressen wie heute. Und wir konnten nicht mal zwischendurch vloggen, weil Jan die ganze Zeit die Kamera geklaut hat, weil er hat da seine kaputt gemacht. Er war schuld. Deswegen konnten wir aber selber nicht vloggen, so eine Scheiße. Aber ist nicht so schlimm, weil ich habe einfach Szenen von ihm mit rein. Ja, kannst oder du auch machen. Guckt einfach sein Vlog, da sind wir auch alle mit drauf. Von da ist eigentlich so, ich habe jetzt meinen 500 Gramm Schnitzel hinter mir. Hört sich nicht. Er hat's verdrückt! Alter, was bist du? Soll ich mal kurz so machen? Mach doch, warte, wir stellen die Kamera hin. Ja, mir geht's noch ganz gut, ich krieg noch Luft. Meine Hose ist auch noch, da ist noch Platz. Keiner will wissen, wie es deiner Hose geht. Doch, jetzt haben es aber alle gesehen. Also es war echt viel, aber lecker wie sauer. Also Waldgeist empfehlt werden. Nachtisch ist da. Ey, wie geil. Danke dir. Ist ja geil. Warte, mach den. Ja, genau, mach mal. Da wir heute einen Geburtstag haben. Liebe Surprise, haben wir hier so eine kleine Eiskreation zusammen. Gerade voll. Hey Leute, vielen Dank. Ja, aber die war schon ein so geil. Ja. Ja. Und ich hatte echt. Muss sein. Ich meine Nika, die jetzt kaputt ist. Tut mir leid. Guckst du wieder so dumm und so dusselig aus der Wäsche? Also motiviert. Nico ist leider immer noch nicht fertig mit diesem Eis. Und bevor er das nicht aufgegessen ist, wird er ja auch nicht rausgelassen. Und wenn du das Ding spülen musst. Genau, bevor es nicht aufgegessen ist. Ja, und da steht auch die ganze Meute steht rum und wartet darauf, dass Nico fertig wird. Ich lasse mir Zeit. Wir sind jetzt auch schon zu späterer Stunde und. Bis ich trinken kann. Wir sind ja schon zu späterer Stunde und ja. War ein cooler Abend. Ich hoffe, du hast dich gefreut. Ich hoffe, du hast dich gefreut. Du warst überrascht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei irgendeinem Messevideo und ich würde sagen, wir können schon ein bisschen teasern, oder? Also die Sachen, die wir heute gedreht haben, waren schon ziemlich lustig, ne? Ziemlich kranker Scheiß. Wir wissen eigentlich auch nicht, ob ihr das gut findet, aber wir haben es einfach mal gemacht und ja. Also ich sag mal so, ich werde nicht meine Dummheit verstecken, also die Beklopptheit, sag ich mal, deswegen ist mir das so egal. Nee, auf jeden Fall. Und genau, in diesem Sinne, sollen wir mal zusammen in die Kamera? Ja, practice and enjoy. We'll be right back.